Ahoi und herzlich willkommen bei Kreuzfahrtcamper zu einem neuen Video. Genau, mal andersrum. Genau, wir stehen bei Hobby und zwar vor dem Ventana Deluxe K65ET. Ja, kostet in dieser Ausstattung, so wie ihr hier steht, im Grundpreis knapp 59.000, so wie er hier aufgebaut ist, knappe 77.000 Euro. Damit habt ihr die Grundpreise schon mal gerüst. Ja, genau. Und jetzt zeigt er euch das Fahrzeug. Schauen wir uns das mal an, das Auto. Hier fällt gleich auf, das ist das neue Fahrzeug von Fiat, also das heißt die neue Basis. Wir haben vorne ein sogenanntes Skyview, also schön mit, sogar aufmachbar ist das Ganze hier. Hier kann die ganze warme Luft rausgehen. Zur rechten Seite haben wir hier ein schönes Staufach, was auch mit einer Klappe ist. Zur linken Seite, das vordere hier ist nicht belegt, aber dafür kommt man hier nochmal weiter rein in die Ecke. Und eins kann man sagen, Staufächer gibt es hier auf jeden Fall genügend. In der Dinette positiv zu sehen ist auf jeden Fall schon mal 12 Volt. Und darüber haben wir dann USB und darunter ist noch eine 230 Volt Steckdose. Also gut versorgt und auch an einer guten Position, weil Handy wird man meistens hier auf dem Tisch laden. Was mir auffällt, ein sehr breiter Tisch. Und dieses Brett, was man rausklappt, ist auf jeden Fall auch nochmal sehr breit. Ist aber nicht arretierbar, also das heißt, es geht nur in eine Richtung und zwar einmal unter dem Sitz, wo es arretiert wird. Hier fällt mir auf persönlich, Hobby. Also wir haben hier tolle Matten und tolle Belegungen. Darunter befindet sich noch ein Fach und dahinter ist noch ein Fach. Also das heißt, für Schuhe und so weiter finden da nochmal Platz. Dann gibt es hier unter der Sitzbank noch ein kleines Versorgungsfächlein. Da ist der Truma Frostwächter drin und nochmal die Gasabsperrhähne. Und denn dahinter verbirgt sich dann die Heizung. Das Ganze, ja, ist im Endeffekt die Dinette, beziehungsweise das, ja, hier mit noch dem Fernseher, wenn man das noch so sieht. Der ist nämlich auf der Seite angebracht und das Sitzpolster und so weiter. Ich finde es ziemlich schick und wohnlich gemacht. Gucken wir mal in den Küchenbereich oder beziehungsweise gucken wir uns erstmal die Technik nochmal an. Ja, das bekannte Hobby-Instrumententafel. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es das hier auch nochmal voll digital, nämlich per App-Steuerung und so weiter. Das ist nämlich hier nochmal aufgezeichnet. Vorne im Eingangsbereich haben wir einen großen Dometic-Kühlschrank, der auch wieder zu beiden Seiten öffne und schließbar ist. Gerade wenn man dann halt schnell den Einkauf mal verräumen will, ist super, super dran gedacht. An der Seite Haken, denn diese Fläche hier unten ist natürlich nicht nutzbar, aber dafür hat man sich hier ein paar Sachen einfallen lassen, wo man dann doch noch ein paar Sachen unterkriegt. Das Kochfeld natürlich auf dieser Seite und hier auf der Seite ist noch das Waschbecken, sehr hochwertig gemacht, alles mit Dämpfung. Auch hier drunter gibt es noch Steckdosen. Und was mir aufgefallen ist, hier überall durchs ganze Fahrzeug ziehen sich diese Ablagemöglichkeiten. Also das ist gut gemacht, denn Krimskrams hat man ja immer mal. Wir haben hier Staufächer. Dieses hier ist kein Staufach. Gibt es da noch eine Schublade, sogar gleich mit einem Einleger für das ganze Besteck. Hier haben wir aber kein Softclos, das muss man dazu sagen. Aber die Bedienung der Schubladen ist sehr einfach und doch sehr gut gemacht. Dann haben wir noch einen sowie Kleiderschrank. Wird auch immer, finde ich, wichtiger. Da würde ich vorschlagen, da leuchte ich jetzt nochmal rein. Mit Kleiderhaken. Also das heißt, einfach ein größeres Fach. So, dann schauen wir uns doch mal das Bad an. Denn das befindet sich hier zur rechten Seite. Eins finde ich bei Hobby gut. Die haben hier sehr viel Touch. Also das geht Ganze mit Touch hier an und aus oder zumindest so ein sehr leichtgängiger Touch-Schalter. Wir haben ein Fenster zur Seite rechts raus oder beziehungsweise zur Fahrerseite links raus. Und wir haben hier noch das große oder naja, so ganz so groß ist es nicht, aber wir haben hier noch ein schönes Heki. Somit können wir schön querlüften. Ja, Waschbecken. Auf der Seite ist gut angebracht. Wir haben hier allerdings die Duschfunktion mit drinne. Und ja, wo man das Ding dann einhängt, das weiß ich auch nicht so ganz genau.
Denn was ich hier nicht gefunden habe, ist irgendein, wie soll ich sagen, ein Aufhänger dafür. Ja, lassen wir erstmal hängen. Ansonsten gibt es hier eine Duschtasse. Die befindet sich hier unter. Zwei Abläufe, einmal hinten links, einmal vorne rechts. Also mit dem Brett kann man dann wieder spazieren gehen, hätte ich beinahe gesagt. Und wir haben hier den Duschvorhang, der ist allerdings ganz praktisch gelöst, denn man hat das hier in so eine Hochglanzplastik hintergebaut und finde, das wirkt natürlich dann auch ganz anders. Ansonsten gibt es hier oben halt diese Schiene, die geht einmal ringsrum. Schauen wir uns mal das Bett an, das wirkt auf den ersten Blick total groß, also mega. Ganz viele, viele Schubladen und so weiter haben, oder beziehungsweise Schränke hier haben wir. Wir haben bis ganz hinten noch einen Schrank und zudem ist natürlich das ganze Bett auch sehr groß. Das Bettenmaß, das blenden wir euch gleich mal ein. Und was ich auch gut finde bei Hobby ist natürlich das innovative neue Lichtkonzept beziehungsweise die Schalter und so weiter, denn sie sind hier überall aus dem gesamten Fahrzeug schaltbar. So, nochmal das Fahrzeug von außen gesehen von Hobby. An der Seite haben wir noch TV und Frischwasserbefüllung. Die Griffe von Fiat sind hier in dem Fall lackiert. Das finde ich sehr gut gemacht. Und hier drunter ist dann nochmal, ja, wenn man das denn sehen könnte. Es ist alles ein bisschen dunkel leider. Also wir haben hier noch ein großes Staufach, wo wir viel reinkriegen. Und zur linken Seite sind dann noch die Gasflaschen. Auch das Ganze hier, Knöpfe gehen ein bisschen schwer, aber das ist ja auch alles noch neu. Ach, guck mal an, hier haben wir nämlich so einen Gasauszug. Das finde ich ja sehr gut, denn die Gasflaschen kann man dann hier rausziehen und kann man dann schön und beruhigt und ganz bequem wechseln. In vielen Fahrzeugen ist es ja natürlich so, dass die so ein Ausschubsystem ja nicht haben. Aber in diesem Fall ist es drin und das finde ich wirklich sehr angenehm für den Rücken. Auch ein Tisch habe ich gesehen, ist rechts an der Seite. Da sieht man noch das silberne Glitzen, das ist der Tisch. Der scheint wohl gleich mit dabei zu sein. Das ist der Hobby Vantana Deluxe K65 ET 21er bzw. 22er Modell. Ja, mit dem neuen Fiat war er drin, ne? Das habe ich ja richtig gesehen. Ja, müsst top. Ihr dann für euch sein. Ja, wie gesagt, jetzt fängt es schon wieder an zu flackern. Es tut uns leid, also wirklich, teilweise ist das Licht hier wirklich so grausig, dass unsere Kamera da rumspinnt. Deshalb beenden wir jetzt dieses Video. Wie gesagt, gibt es ein Like, kommentiert gerne, folgt uns auf Instagram und alles andere, was es noch gibt. Und dann sehen wir schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.